auch alle Weihnachtswünsche wirklich noch rechtzeitig erfüllen lassen, arbeiten dort 1800 Postler jetzt und das derzeit auch in Sonderschichten. Denn vor Weihnachten werden doppelt so viele Briefe und Pakete verschickt wie sonst. 300.000 Pakete und 10 Millionen Briefe werden jetzt kurz vor Weihnachten jeden Tag verschickt. Hier im Paketverteilzentrum Winterthur sortieren die Maschinen und Menschen. Diese Sortiermaschine liest die Adressen automatisch ab und hält die Pakete dann entsprechend der Postleitzahl auf. Die Paketzusteller stellen die Packungen dann zu und legen schon seit Tagen Extraschichten ein. So, Weihnachten ist für uns, das ist für uns ein Fulltime-Job. Das geht von 6 Uhr früh bis 6 Uhr abends. Naja, sagen wir doch jetzt mindestens doch jetzt so viel Arbeit wie normal unter 5 Jahren, aber es macht Spaß auch. Ne? Wenn man sich, dass ich die Leute freuen, wenn man kommt. Dass man denen Leute die Backel noch bringen kann, dass sie irgendwas unter dem Weihnachtsbaum liegen. Ne? Schon freut ja auch, ja. Große Anstrengung. Damit alle Pakete rechtzeitig unter dem richtigen Christbaum landen, haben die Paketzusteller diesmal sogar an den Wochenenden gearbeitet. Die Leute waren wirklich länger, die Mitarbeiter von uns. Es ist seit Monatsbeginn, seit Anfang Dezember, ist am Samstag extra eine Paketzustellung. Und wir hatten gestern auch am Sonntag eine Paketzustellung. Also es sind wirklich so viele Mengen heuer, zum Glück muss man sagen, für uns natürlich. Und nur durch extra Schichten können wir das wirklich bewältigen. Seit Anfang Dezember türmen sich hier die Paketberge. Vom Flachbildfernseher oder Computer, vom Skianzug oder Spielzeug bis hin zum Buch oder zur CD wird alles verschickt. Vor allem wird mittlerweile viel im Internet bestellt und weitergeschickt. Und weil die Postautos deswegen auch nicht größer werden, muss besonders gut geschlichtet werden dieser Tage. Die Stimmung in der Belegschaft ist mittlerweile wieder besser, seit klar ist, dass im nächsten Jahr doch keine Postmitarbeiter abgebaut werden müssen. Da gibt es ja Bestes halt nicht und ja, wir müssen schauen, was rauskommt. Ob wir es machen oder nicht machen, es wir nicht, macht es andere. Das ist so. Und solange wir noch dürfen, sage ich mal, machen wir es halt. Bis zum Letzten. Damit der Christkind an Heiligen Abend für Freude sorgen kann, braucht es jetzt einmal die Unterstützung von 300 Paketzustellern. Weihnachten.